Typisch Barcamp heißt für mich, Menschen kommen freiwillig, weil sie für das Thema brennen, weil sie gerne Wissen teilen und nicht, weil sie von irgendwelchen Chefs hingeschickt wurden, teure Ticketpreise für irgendwelche Banketts, die man macht, damit man irgendwie gute Laune verbreitet, sondern weil Menschen Bock haben. Das ist super. Ja, das Tolle am Barcamp ist, dass Menschen zusammenkommen, die Experten und Expertinnen in ihrem Bereich sind. Und hier kommen einfach Themen zusammen, die man sonst teilweise gar nicht zusammendenkt. Und es entstehen Synergien, es entstehen komplett neue Ideen. Und das brauchen wir halt auch für die Energiewende und für die Herausforderungen der Zukunft. Ich genieße das hier seit Jahren, nicht nur das Schwein, sondern vor allen Dingen hier den Austausch und alle sind irgendwie offen für neue Sachen, bringen irgendwie verrückte Sachen her und es ist total herzlich. Ich bin nicht so der ganz große Social-Media-Experte und die erste Veranstaltung, die ging genau um diese Themen und da konnte ich ziemlich viel mitnehmen. Da habe ich ganz, wie man es früher gemacht hat, meine Notizen auf den Zettel geschrieben. Ich bin ja aus dem Bereich Energieberatung und ich bin extrem überrascht, wie viele Menschen auch in dem Bereich überhaupt auch tätig sind, die hier sind und dass ich da Anschlusspunkte gefunden habe. Sofort und die kamen auf mich zu sogar. Also das war toll. Nein, ganz wichtig ist natürlich auch immer der Ort, an dem man sich trifft und da ist die Solar Academy natürlich ein toller Ort. Hier trifft sich die regionale und überregionale Szene und da trifft man Bekannte und auch neue Leute, die neugierig machen. Also meine Lieblingssession war tatsächlich meine eigene. Ich habe mir das kurz vorher überlegt, dass ich über Solarenergie in Moorbereichen reden möchte und ich war total überrascht, dort mit den Leuten einfach so spontan ins Gespräch zu kommen und habe ganz viel dazugelernt und habe Kontakte geknüpft und freue mich darauf, wie es dann weitergeht damit.